Moin Chat. So, nochmal moin moin, danke Hardy. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Jetzt habe ich Ton, oder wir haben Ton. Sag ich nochmal moin moin an alle an den Bildschirmen. Ich muss nochmal gucken, genau in die Richtung. Das ist der Lukas Fürnhaber. Hallo. Wir haben mal was Neues vor. Und zwar habe ich zum Beispiel vor ein paar Wochen, ja, eigentlich nicht vor ein paar Wochen, sogar vor ein paar Tagen eigentlich erst, Lukas mal angeschrieben. Und mal gefragt, ob er Bock hat, was zusammen zu machen. Ein bisschen zu streamen, bisschen über seine Karriere zu reden, über das, was er bis jetzt für einen Weg hinter sich gebracht hat, aber auch über das, was noch kommen wird. Und da sagt er, ja, habe ich Bock drauf. Und es hat mich mega gefreut, einfach mal mit einem Bundesligaspieler, der auch, denke ich mal, noch mal seine ein, zwei Schritte nach vorne machen wird, auch ein bisschen zu schnacken, ein bisschen die Karriere zu begleiten. Und da werden wir mal die nächsten Wochen ein bisschen drüber schnacken. Ne, jetzt heute zum Beispiel ist erstmal der Einstieg. Erstmal Hallo sagen an die Community, an alle, die zuschauen. Sind ja schon zwei, drei auch im Chat. Da begrüßen wir zum Beispiel Behadi, der Björn, der Masima ist da, Rutschenflöte. Ich denke mal, noch ein, zwei werden bestimmt noch dazukommen. Und ja, da lasst uns eine schöne Zeit haben. Und für alle, die mich nicht kennen, ich bin Michel, ich bin Gründer von Sprungwurf TV. Mit dieser Plattform habe ich 2014 angefangen und möchte einfach dem Handball eine Plattform bieten und ein Medium, um sich noch ja, medial und in der Bekanntheit weiter zu steigern. Und ja, heute und auch die nächsten Wochen werden wir das mit Lukas ein bisschen vorantreiben. Und ich denke mal, Lukas, stell dich auch nochmal vor, vielleicht kennen dich noch ein, zwei Gerne. Leute noch nicht. Ja, also alle, die mich noch nicht kennen, ich freue mich auf das Projekt. Ich bin Lukas Fürnhaber, spiele beim TuS Essen in der ersten Liga auf Rückraum rechts. Ich bin 2 Meter groß, knappe 103 Kilo. Und ja, ich habe Bock drauf als Sprungwurf. Also Michael mich angefragt hat wegen des Projekts, habe ich eigentlich nicht lange gezögert, habe direkt gesagt, ja, können wir gerne machen. Ich denke, auch für mich ist es geil, einfach mal so den Weg, den man bisher bestritten hat, auch nochmal zu rekapitulieren und neue Dinge, sag ich mal, aufzuarbeiten und was auch in der Zukunft kommt und einfach was zu haben, wo man sich regelmäßig dran festhält. Die einen oder anderen wissen es auch schon, ich bin auch mit Twitch ein bisschen verbunden, ich zocke gerne, stream auch selber und deswegen denke ich, ist es einfach eine coole Sache, das zusammen zu machen und freue mich auf die nächsten Wochen. Sauber, sauber. Für alle, die im Chat sind, Ausrufezeichen Lukas. Da habe ich so einen kleinen Steckbrief eingefügt mit seinem Instagram-Account und seinem Twitch-Account. Also da auch gerne vorbeischauen. Ich denke mal in der Regel immer nach dem Training oder vor dem Training. Heute warst du, glaube ich, vor dem Training online. Genau, also kommt auch an, wie viel Uni-Sachen ich zu tun habe. Jetzt gerade schaffe ich es auch mal mittags zu streamen, sonst bin ich in der Regel nach dem Training zugange. Und ja, da ich grundsätzlich auch eher junge Leute bei mir im Chat habe, ist es auch so, dass ich oftmals eher abends streame, weil die meisten von denen mittags in der Schule sind. Ja, gut, das ist natürlich, muss man gucken, welche Zielgruppe oder wie halt so die Fangruppe ist, sage ich mal, oder die Followergruppe. Björn schreibt schon, Uni ist klar, aber du hattest irgendwie mal vor ein paar Tagen erzählt, Uni ist jetzt gerade so eine kleine Pause, ich denke mal auch über Weihnachten. Nächstes Jahr geht's Genau, wieder also los. ja, ich hab mir ein paar längere Pausen mal gegönnt zwischendurch mit der Uni, aber ich denke, im Moment bin ich auf einem sehr guten Weg, das voranzutreiben. Ich studiere Sportmanagement an der Fernuni und durch Umzug vor 2 Jahren hatte ich einen sehr schweren Einstieg wieder in die Uni, kam nicht so richtig rein und inzwischen ist es aber so, dass ich wieder richtig gut dabei bin, habe Samstag vor dem Coburg-Spiel noch eine Präsentation gehalten, habe die Woche davor eine Mathe-Klausur, nee, eine Steuerlehre-Klausur geschrieben und 3 Wochen davor eine Mathe-Klausur. Also im Moment bin ich auf einem guten Weg, denke ich, und verfolge das auch weiterhin. Aber das ist natürlich auch hart, ne? Vom Spiel noch kurz irgendwas für die Uni machen, ist auch von mental, glaube ich, nicht so einfach, oder?
Ja, besonders das Spiel war 20:30 und wir haben um 7:30 bin ich aufgestanden für die Uni, weil es um 9 Uhr schon losging und ich das nochmal proben wollte, einmal kurz vorher, weil es eine Präsentation da war, auch über 10 Minuten und dann ging das von 9 bis 12. Aber letztendlich denke ich habe ich das Beste draus gemacht und ich meine, wir haben gewonnen, also so schlimm kann es nicht gewesen sein. Nee, das stimmt. Und ich habe gesehen, ich habe das Spiel so ein bisschen verfolgt. Ich glaube, irgendwie 4 Tore hast gemacht. Ja, das Also stimmt. das war ja schon nicht verkehrt. Aber was mich gewundert hat, da würde ich auch sofort, glaube ich, gleich mal einsteigen. Ich habe mir so ein paar Punkte ja auch vor dir schon mal rübergegeben, wo ich heute mal ein bisschen drüber sprechen wollen würde. Ja. Du hast ja angefangen auf halb rechts, aber du wurdest ja relativ schnell ausgewechselt. Hatte das irgendwie einen Grund? Hast du dir irgendwie aufgemuckt oder war der Trainer unzufrieden mit dir? Weil du hast ja zuvor ja einen Siebmeter rausgeholt, unter anderem. Ja, also ich denke, im Moment versucht der Trainer sowieso die Belastungszeiten möglichst gering zu halten. Dadurch, dass wir viele Spiele in einem kurzen Zeitraum haben, jetzt mit den Weihnachtsspielen, das hat er auch vorab schon angekündigt. Aber ich weiß auch, dass ich in dem Spiel, ich hatte direkt, glaube ich, einen Fehlwurf, zwei technische Fehler, dann die 2-Minuten-Strafe. Wenn der Trainer mich auswechseln möchte, dann macht er das einfach und dann bin ich dem auch nicht böse. Also, und ich glaube, der Tim Rossmann kam rein, hat direkt ein Tor gemacht. Also mein Kollege auf halb rechts. Also von daher wird es schon eine richtige Entscheidung gewesen sein. Also, ich muss auch sagen, ihr seid ja beide auf halb rechts dann ja auch relativ jung, ne? Du 23, der Rossmann 21, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich weiß, ne, 22, der Oder müsste ein Jahr 22, ja, jünger sein. trotzdem halt 22. eine junge Rückraumgarde so rum. Das ist Ja, halt ich schon. meine, was ist bei uns der Mannschaft schon jung noch, ne? Also, das kann man ja Stimmt, wirklich der sagen. Laurenz hat seinen 18. gefeiert am Wochenende im Spiel. Ja, genau. Also, wir sind eine junge Mannschaft, die jüngste der Liga auch und das denke ich auch eigentlich schon mit fast großem Abstand. Und ja, aber es bringt viele, viele Vorteile mit sich und wenige Nachteile. Das kann ich nur sagen. Ja, aber ich muss ja sagen, so, okay, ihr habt bis jetzt erst 5 Punkte, wenn ich mir die Tabelle nebenbei anschaue. Aber Minden ist nicht weit weg, sind nur 3 Punkte. Und ich finde, dieser Saison, da ist halt vieles möglich, ne? Hallo Peter, hallo Peter. Ja, ist alles möglich. Ach, Das ist PJK tatsächlich. Sportstadt Düsseldorf ist auch dabei. Moin. Und Das Luis. ist. Luis hat keine Glatze, okay? Luis hat keine Glatze, Bin mal gespannt, ob der wirklich keine Glatze hat. ja. Nee, aber Ja. lass auch mal ein bisschen auf die vergangenen Wochen schauen. Wie ist so bei dir so der Einstieg in die Saison, hat er ja geklappt? War der in Ordnung? Bist du zufrieden damit? Ja, also ich glaube, beim ersten Spiel, da müssen wir uns alle nichts vormachen, hatten wir alle die Hosen voll vor unserem ersten Erstligaspiel. Ich denke, das ist auch ganz normal. Aber ich denke, auch danach wird es immer besser. Also wir machen uns richtig gut die Saison und die einzige Niederlage, die wir hinnehmen müssen, wo ich sage, da hätten wir mehr draus machen müssen. In dem Spiel zumindest ist Minden. Also Minden hätten wir was Zählbares mitnehmen müssen einfach. Und auch das Spiel gegen Nordhorn war natürlich blöd, aber da muss man auch wirklich sagen, das war das erste Spiel, wo wir richtig, sag ich mal, Druck hatten auch, wo wir uns selber vielleicht zu viel Druck gemacht haben und haben dann nichts Zählbares mitgenommen, weil Nordhorn einfach an dem Tag auch einfach die stärkere Mannschaft war. Und wir haben aber aus dem Spiel gelernt anscheinend. Gegen Coburg war auch allen klar vorher, dass wir da eigentlich was mitnehmen müssen auch. Und wir haben am Ende 2 Punkte mitgenommen und das ist geil. Und wir am Ende stehen wir mit 5 Punkten da. Ich bin ehrlich, ich gucke nie auf die Tabelle, weil für uns muss einfach die Devise dieser Saison sein, einfach Spaß zu haben und das Beste aus jedem Spiel zu machen. Ja, definitiv erst recht, wenn du da schon sagst, ihr habt ja mit Abstand ja schon die jüngste Truppe. Dazu ja auch noch, glaube ich, ja auch noch einen sehr jungen Trainer. Also so alt Das ist der, glaube ich, stimmt. auch noch nicht. Ich weiß gar nicht genau, wie alt er ist, aber er ist auf jeden Fall älter als Jaron letzte Saison, das weiß ich.
Ja, stimmt. Der war da auch erst 25 oder so, ne? Oder wie alt ist der? Jahre Jaro soweit? müsste, 26 sein, glaube ich jetzt. Müsste 94er-Jahrgang sein. Ah, wir sind ja Multitask. Ich google das einfach mal schnell. Glaube, normal ist 34. Kann das sein? Jaron Sievert ist 26, 94er Baujahr. Ja. Und Jamal ist 33. Ich weiß ja, 33 ist er. Auch noch Peter relativ weiß das jung. bestimmt auch, oder? Peter, wie alt ist Jamal? 33, oder? Peter ist PJK Sportstadt Düsseldorf, oder? Das ist Peter Kluth, ja. Ah, okay. Das ist der Papa von Laurenz. Ah, denn jetzt hat man noch die Verknüpfung dann. So. Mal gucken, ob Peter das könnte Jarons Könnte Vater sein. Jarons Vater sein. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, Luis, bis gleich, wenn du schon reinschreibst, dann lass es dir Guten schmecken. Appetit, Luis. Und was steht jetzt die nächsten Tage an? Eigentlich hätte ich ja ursprünglich geplant, Mittwoch mit dir zu machen, glaube ich, die Ja, erste genau. Folge. Aber da hast du gesagt, ah, Michi, können wir nicht lieber ein, zwei Tage früher? Ihr habt Mittwoch, glaube ich, ein Spiel, ne? Genau, Mittwoch spielen wir gegen BRC Derby 2015 auf Sky. Und darauf 3 Tage später, nee, 5 Tage später, 4 Tage später, so, 4 Tage später spielen wir in Wetzlar. Nee, zu Nee, Hause. zu Hause gegen Wetzlar. Zu Hause gegen Wetzlar. 27. Genau, 27. Und dazwischen Weihnachten natürlich genießen. Man versucht in der aktuellen Situation das Beste aus Weihnachten, glaube ich, versucht jeder rauszuholen. Und danach ist, denke ich mal, eine kleine Pause. WM-Pause. Du sagst es Ich gucke schon. wahrscheinlich viel, WM, ja. Wie kommt es zustande, womöglicherweise viel WM zu gucken? Ja, ich denke, viele haben das schon mitbekommen, dass mein Bruder nominiert wurde für den Kader, für den 20er-Kader jetzt. Und Hast du heute schon Kontakt mit ihm gehabt? ich habe ihm tatsächlich nur geschrieben. Ich habe ihn jetzt nicht angerufen, weil ich mir gedacht habe, dass er wahrscheinlich genügend Anrufe, Nachrichten bekommt. Ich habe ja auch schon die letzten Tage mit ihm gesprochen und es war ja auch, es war auch schon abzusehen, dass er irgendwie mit dabei ist, wenn man auf den Kader guckt. Und deswegen denke ich, es ist auch einfach, dadurch, dass die anderen abgesagt haben, natürlich auch verdient. Und ich muss sagen, kein anderer hat das mehr verdient als mein Bruder. Ja, definitiv. Also ich hatte ihn ja vor ein paar Wochen zu Gast in einem anderen Format von mir. Und das ist ja auch einfach, also es ist ja schon positiv verrückter Mensch in Sachen, wie er seinen Tag strukturiert, mit Schlafen gehen, mit Essen, mit Training, um halt auf diesem Niveau zu spielen. Das ist schon echt vorbildlich. Ja, also das haben wir auf jeden Fall beide auch gut von unseren Eltern in die Wiege gelegt bekommen. Ich denke, wir machen beide da sehr viel. Ob das Ausdehnen nach dem Training ist oder vor dem Training noch eine Kleinigkeit zu machen, auf die Ernährung zu achten, dass man sich besser regeneriert, extra Krafttraining. Ja, also wir arbeiten beide hart dafür, für unseren Traum, Profi-Handballer zu sein. Und dass er jetzt in der Nationalmannschaft steht und das, wie Peter auch sagt, natürlich auch ohne Absagen verdient, das ist einfach nur gerechtfertigt. Und ich freue mich auf ihn, bin unglaublich stolz auf ihn. Und wie auch in ganz vielen Interviews vorher schon mal gesagt habe, mein Bruder war schon immer mein größtes Vorbild und wird es auch immer sein, egal was er schon erreicht hat oder was nicht. Das wird für immer so bleiben und wir haben eine sehr, sehr enge, gute Beziehung. Wir telefonieren wöchentlich eigentlich immer und unterhalten uns über unsere Spiele. Und ich denke, das ist auch wichtig, so einen Bruder zu haben. Und es soll auch für immer so bestehen bleiben, natürlich. Ja, hoffen wir mal das Beste auf jeden Fall, dass es so auf jeden Fall so bleibt. Ja. Wo du auch schon sagst, enge Verbindung. Wir hatten ja im Vorwege ja auch Kontakt und da hast du mir so ein paar Fotos geschickt. Die werden wir die nächsten
Wochen und Monate mal immer wieder rausholen, mal drüber schnacken über so ein, zwei Fotos. Aber da gibt es halt auch Ja. schon zwei, drei Fotos, wo wirklich du auch dann mit deinem Bruder drauf bist. Man merkt da schon, dass ihr euch beide gut versteht. Das stimmt. Also klar, es gab auch Zeiten, wo wir uns mal nicht so gut verstanden haben. Besonders erinnere ich mich an eine bestimmte Zeit, wo wir tatsächlich getrennt waren, aber halt noch Jugendliche. Ich war 13, er war 16 oder beziehungsweise ich war 12, er war 15, ist zu dem Zeitpunkt aufs Internat gegangen. Da gab es auch eine Zeit, wo wir uns natürlich nicht so gut verstanden haben, aber grundsätzlich auch wo wir beide immer älter, sag ich mal, erwachsener geworden sind, ist das Verhältnis eigentlich eher immer noch stärker geworden als schlechter. Und Und nein, ja. Peter, er kann nicht besser zocken. Das möchte ich einmal erwähnen. Er ist nicht besser im Zocken, weil das kann meine Schranktür damals in unserem Zockerzimmer oder in meinem Zimmer, wo ich mein PC stehen hatte, definitiv bezeugen, weil das Loch von in der Schranktür ist nicht von alleine in die Wand gekommen. Meinst du, das hat er reingeschlagen, weil er so. Das hat er reingeschlagen. Und er weiß auch, wie man Controller auf jeden Fall gut auf den Boden schmeißt, sodass sie zerschmettern. Verlieren konnten wir trotzdem nicht gegeneinander. Was waren denn so die Spiele, die ihr früher gegeneinander gezockt habt? Wir haben sehr, sehr viel NBA gezockt, auf dem PC immer, mit Controller dann gegeneinander. Und dann saßen wir da und wilde Geschichten. Oftmals hätten wir uns dabei die Köpfe einschlagen können. Oder wir haben früher im Garten viel Handball gegeneinander gezockt, als wir noch zu Hause bei meinen Eltern waren. Und wer musste immer ans Tor? Hattet ihr nur ein Tor oder hattet ihr auch zwei Tore oder? Nee, wir hatten immer nur ein Tor. Wir haben dann irgendwas Positionswerfen gemacht, irgendwas denkt man sich ja aus oder das Tor leer gelassen, dann eins Ja. gegen eins gegeneinander wie die Verrückten. Auf jeden Fall haben wir uns da auch nicht geschont, ne? Ja, ist ja geil. Also wenn du natürlich auch so einen Bruder hast oder generell Geschwister, die halt auch handballaffin sind, auch handballverrückt sind, dann kannst du halt auch eine Menge machen, ne, zu Hause. Definitiv. Definitiv. Und wir hatten immer sehr viel Spaß. Wir hatten immer Wer sehr ist viel denn der Ältere Spaß von dabei. euch beiden eigentlich? Mein Bruder ist 3 Jahre älter. Also er hatte zu dem Zeitpunkt, wo wir auch im Garten gespielt haben, natürlich körperlich einen ordentlichen Vorteil. Aber ich habe versucht, er hat wahrscheinlich auch immer ein bisschen zurückgesteckt, nicht ganz so gemacht, wie er könnte, aber um mir da natürlich auch eine Chance zu lassen. Aber ich habe mich da auf jeden Fall nicht zurückgenommen und habe immer Vollgas gegeben. Aber du warst auf jeden Fall der Flinkere wahrscheinlich. Flinker, agiler, so als Rückraumspieler. Jetzt er ist ja umfunktioniert zum Kreisläufer. Ich muss sagen, ich war relativ moppelig zum Anfang. Okay. Also, bevor ich angefangen habe, Leistungshandball zu spielen, war ich relativ moppelig. Und mein Bruder war tatsächlich, muss ich sagen, gab es so eine Zeit eigentlich nie. Also, er war schon immer sehr, sehr durchtrainiert und hat auch einen leicht anderen Körperbau als ich. Und man muss ja sagen, er hat ja nicht schon immer am Kreis gespielt, sondern er hat ja auch früher auch immer im Rückraum gespielt. Gerade bei Altenholz noch. Also, ich denke, im Laufen bin ich inzwischen, denke ich, ein bisschen stärker, aber ich glaube, dann nehmen wir uns beide auch nicht viel. Also, Aber er hat das es ist. letztens zum Beispiel beim Talk mit mir erzählt, er ist im Sprinten auch sehr schnell. Also Fliegensprinten ist so seine Disziplin, wenn ich das richtig Ja. rausgehört habe, wo er halt auch gut Pace geben kann. Wenn er einmal ins Rollen gekommen ist, dann ist das. Nein, aber das ist natürlich schon. Also, ich denke, gerade fliegende Sprints sind für uns deutlich vorteilhafter als aus dem Kaltstart. Also, weil die ersten Schritte, wenn wir mit viel Gewicht, ist wahrscheinlich für uns deutlich schwerer als für Leute, die weniger wiegen. Deswegen ist der Antritt wahrscheinlich bei uns langsamer, aber wenn man erstmal auf Tempo kommt, ich weiß nicht, ob die einen oder anderen Dennis aus meiner Mannschaft kennen, Dennis Chesney, das ist Wahnsinn. Ich würde fast sagen, das ist bei uns fast der schnellste, wenn er erstmal auf Tempo gekommen ist. Also, Welche das Position ist spielt er? Wahnsinn. Rückraum links und läuft über die zweite Welle oft über die Mitte. Also, was der für Dampf dann aufnimmt, wenn er Vollgas gibt, ist Wahnsinn.
Aber die ersten Meter gewinnen Noah oder auch ein Felix wahrscheinlich oder ein Dimi auch gegen ihn. Also, Ich wollte das gerade ist sagen, natürlich. so ein Dimitri Nignatow, den zumindest kenne ich ihn so aus Melsunger Zeiten, als er da noch gespielt hat. Das ist Ja. so, das ist glaube ich so aus so ein Speedy Gonzales, kann ich mir gut vorstellen. Dimi ist auf jeden Fall verdammt schnell. Ich glaube, er hat sogar im Moment die Top-Geschwindigkeit in der Bundesliga. Okay. Wenn ich das nicht wüsste, wenn ich da nicht falsch informiert bin, war letztens irgendeine Statistik, glaube ich, wo er auf Ja, jeden immer, Fall. heutzutage kannst du ja bei der HBL ja fast alles tracken, ne? Ich habe jetzt hier mal geguckt. Irgendwie, was hat er hier? Na, okay, das ist, ich weiß nicht, ob das passt. Stärken, Schwächen? Nee, das passt nicht, aber 11 Tore hat er schon. Warte. 11 Tore, 9 Fehlwürfe. Saisondaten hier. Maximale Laufgeschwindigkeit Dimitri Ignatow 32,3 32, km/h. das ist nicht verkehrt. 3. Das ist nicht verkehrt, nee. Aber Das ist schon eine Menge. steht da noch was? Steht da auch irgendwie was deine Geschwindigkeit ist? Wurde die auch gemessen? Das weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich Vierter mit dem härtesten Tor bin. Das weiß ich. Mit 139,8 km/h. Ah ja, Ja, stimmt, da oben steht's. das Und das weiß ist ich mal auch. nicht weit weg von Mads Mensa-Larsen. Das ist 0,9 km/h weg. Oh, das ist nicht Ich. verkehrt. Ja, das. Einen harten Wurf, denke ich, habe ich, aber. Die Mads Mensa Larsen, die 140 km/h aus dem Handgelenk schüttet, ist trotzdem nochmal echt beachtlich, muss man sagen. Also, der hat ja nicht diesen klassischen Armzug, finde ich, sondern der wirft ja tatsächlich so aus dem Handgelenk einfach. Und Ja. da 140 km/h rauszuscheppern, ist auf jeden Fall eine Ansage. Ja, oder auch diese, wenn er hochspringt, diese so halben Unterarmwürfe, also auch am Block so vorbei langgezogen, halt trotzdem schlagen die halt ein und es knallt. Ich sehe im Chat gerade, Peter schreibt, Deckung wäre mal so ein Thema. Wer hat da früher gegen den Bruder besser gestanden? Ja, ich denke, Peter, ich weiß, worauf du hinaus willst. Deckung ist definitiv im Moment noch nicht meine Lieblingsdisziplin, beziehungsweise ich mache es gerne, ich mache es leider nicht gut. Und mein Bruder ist da natürlich deutlich fortgeschritten. Also mein Bruder steht natürlich wahnsinnig gut in der Deckung und ich wäre gerne so gut wie er in der Deckung, bin es aber nicht und ich habe auch Bock zu decken, mache mich da, denke ich, auch immer besser im Training, zumindest kriege ich da auch ein Feedback von, aber ja, ich hoffe, dass das noch weiter vorangeht, weil das ist auf jeden Fall so ein Schritt in meiner Entwicklung, den ich auf jeden Fall gehen möchte. Ich will ein solider Abwehrspieler sein. Ich weiß auch, dass ich wahrscheinlich kein brillanter Abwehrspieler werde, aber ich versuche natürlich so gut wie möglich in der Deckung zu stehen und dass man nicht, sag ich mal, ständig Angriff-Abwehrwechsel machen muss, weil auch ich stehe lieber Angriff und Abwehr auf dem Spielfeld, weil es einfach für mich für den Rhythmus zum Beispiel auch vom großen Vorteil ist, ja. Ja, bei deinem Bruder muss man natürlich auch sagen, hat natürlich auch das Glück gehabt, dass er halt jetzt auch die letzten Jahre auch beim THW ja schon viel in der Abwehr überwiegend eingesetzt wurde, um den Jungs halt irgendwie Luft zu geben. Da hat er Ja, natürlich dann halt auch definitiv. schon jetzt so im Vergleich zu dir wahrscheinlich auch einfach ein, zwei Schritte schon noch voraus. Aber ich sehe im letzten Spiel, da ist auf jeden Fall mehr hingelangt. Zweimal 2 Minuten Strafe. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die mir selber gegeben hätte, aber Ja ich gut, darüber wollte kann man zumindest wahrscheinlich immer zeigen. diskutieren, ne? Genau, aber also ich wollte eigentlich, gerade weil ich mit der Deckung angefangen habe, wollte ich eigentlich zeigen auch, dass ich Deckung spielen kann, wollte vielleicht ein bisschen härter agieren auch, aber ja, dass ich dann direkt runtergeflogen bin, ist natürlich leider ja bisschen blöd gewesen, weil ich finde eigentlich, dass ich das erste Stoppfoul relativ gut mache. Fasse ich dann ins Gesicht, dann kriege ich 2 Minuten dafür, ist natürlich dann leider, sag ich mal,
kontraproduktiv. Muss man vielleicht auch einfach schlauer anstellen und dann vielleicht nicht in die Nähe des Kopfes, sag ich mal, attackieren. Und Ja. ja, Peter, ich hab als Jüngerer natürlich noch 3 Jahre, bis ich da bin, wo mein Bruder ist. Das stimmt. Ja, stimmt, da allein schon vom Alter her natürlich ist sie 3 Jahre voraus. Aber es ist natürlich auch immer so die Sache, ne? Wenn du in der Verteidigung stehst, als großer Spieler gegen einen vermeintlich kleineren Spieler, bist halt schnell mit den Händen mal am Hals oder im Gesicht. Das Und stimmt. da hast du halt, da gibt's halt mal schnell 2 Minuten. Das stimmt. Ich spiele auch natürlich, ich glaube, wie jeder großer Spieler, lieber gegen große Spieler und nicht gegen kleine Flinke, ne? Ich denke, das ist bei fast allen so, ja. Schön so gegen Zara Badge. So, Ja. so roundabout 2 Meter gegen 1,78 sind halt schon mal ein paar Zentimeter Unterschied. Das stimmt. Und besonders ist er wahnsinnig schnell. Also, das ist Ja, ich sehr rechne mit dem unangenehm, Wackler. gegen ihn zu verteidigen. Das stimmt. Ich habe es ja auch im Training ein paar Mal bei Kiel mitbekommen. Da sieht man manchmal leider sehr alt aus, ja. Ja, gut, aber da weiß man halt wiederum auch, woran man arbeiten muss, ne? Definitiv. Das ist ja auch das, was einem immer zugutekommt, die Erfahrung zu machen und aus den Erfahrungen dann zu lernen. Definitiv. Ich hab am Wochenende ein paar Minuten von eurem Spiel geguckt, natürlich auch so ein bisschen zwecks Vorbereitung für heute. Und was mir da auch aufgefallen ist, war das in Überzahl oder in Unterzahl, dass der Mittemann rausgenommen wurde, dass dann dein Linkshandkollege auf halb rechts stand und du in der Mitte. Extra so einstudiert? Weil ich glaube, du saßt mich kurz zuvor nämlich noch auf der Bank, bin ich der Meinung. Ja, ich bin tatsächlich bei uns im Moment der Überzahlspieler, also es ist ein Überzahlspiel, wo wir einer mehr sind im Angriff. Da habe ich das Vertrauen von Jamal bekommen, das zu machen, und ist aber dann nicht, ist tatsächlich kein Linkshänder auf halb rechts gewesen, sondern entweder ein Kreisläufer, ein Okay. zweiter, weil der dann übergeht. Oder ein weiterer Rechtshänder steht dann da meistens. Stimmt, war das nicht, wie heißt denn jetzt? Lorenz? Stand der Laurenz, nicht, oder Laurenz, Lorenz? Stand der nicht Laurenz, Laurenz, genau, als Laurenz stand erstes und einmal ist dann da. ein Kreis aufgelöst? Genau. Ich spiele quasi den Pass zum halb rechten dann in dem Fall. Der Ja. löst über den Kreis auf. Da ist, wer eine Überzahl haben, dann treffe ich dann die Entscheidung, genau. Und ich habe das Vertrauen von Jamal bekommen, weil ich das im Training ganz gut gemacht habe und habe jetzt auch in den letzten Spielen gezeigt, dass ich da gute Entscheidungen treffe, und denke, wir das auch in den nächsten Spielen so machen. Und es macht mir auf jeden Fall Spaß, weil eigentlich war ich immer nicht so dafür bekannt, so gute Entscheidungen zu treffen. Okay. Und da ich auch immer noch jung und hibbelig war und manchmal dann verunsichert, und da entwickelt man sich ja auch weiter mental, auch gerade wenn man Fehlaktionen hatte, dann trotzdem mit Volldampf drauf zu gehen. Und ja, deswegen mache ich es im Spielmoment auch gut und mit einer sehr guten Ruhe. Und es macht mir auch Spaß. Also die Entscheidung da zu treffen, ist auf jeden Fall eine Sache, die auch mich im Spiel jetzt vorangebracht hat. Ja, ich habe auch die eine Szene, also das war glaube ich auch diese eine Szene, da hast du ja auch angeprellt und dann auch das gleiche Tor geworfen, glaube ich, oder war es in der zweiten Szene danach? Auf jeden Fall hast du ja auch Ja. das eine Mal die richtige Entscheidung getroffen und auch das Tor erzielt. Peter schreibt auch in den Chat gerade und trotzdem holt kaum jemand kleine, schnelle Mitteleute in die HBL. Aber wenn man halt so ein Zara-Badge ist, natürlich so ein Ausnahmespieler. Aber ich habe jetzt zum Beispiel Göpping geguckt, die hatten auch durch Verletzungsprobleme mit dem Eigengewächs gespielt. Und der war auch 1,80 groß. Da merkst du halt schon den körperlichen Unterschied einfach nachher, ne? Ja, ich weiß nicht, ob das früher so war, aber oftmals war es ja auch so, dass der Mittelmann eigentlich viel da war, einfach seine Halme in Szene zu setzen. Und das ist halt heutzutage meiner Meinung nach nicht mehr so, sondern der Mittelmann sollte schon auch selber halt torgefährlich sein. Und ja, zum Beispiel auch ein Smarason, wie Peter geschrieben hat, von Göpping, ist auch da einer, der natürlich wahnsinnig torgefährlich ist. Und auch Justin von uns zum Beispiel mit seinem 1-1. Früher war es, glaube ich, viel so, dass die großen Halbspieler halt vom schnellen Mittelmann einfach
in Szene gebracht wurden, um dann halt aus dem Rückraum die Dinger drauf zu knallen. Und das Spiel hat sich ja auch deutlich weiterentwickelt. Also das Handballspiel ist ja viel, viel schneller geworden, viel athletischer, viel dynamischer. Und auch die 1-gegen-1-Situationen werden viel, viel mehr genutzt inzwischen. Also man versucht ja auch viel im modernen Handball die Gegenspieler zu isolieren, dass man eine 1-1-Situation hat auf einem großen Raum und dann mit einem guten 1-1-Spieler das 1-1 nutzen kann. Ja, definitiv. Ich will auch nochmal an den Chat quasi nochmal auffordern. Also wenn ihr Bock habt und Fragen habt, immer raus damit. Wir versuchen sie auch mit einzubauen. Natürlich auch thematisch immer für die nächsten Wochen. Da werden wir auch frühzeitig bekannt geben, welche Inhalte wir jetzt vielleicht bei der nächsten Folge dann auch behandeln wollen. Dann könnt ihr halt natürlich auch immer gerne dann mit in die Kommentare schreiben, so wie es halt Peter machen oder Björn. Der schreibt Live-TC vom HSV Handball Hamburg. Ist, glaube ich, auch roundabout 1,80 groß und ist auch einer der Hauptakteure beim HSV Handball in der zweiten Liga. Da ist natürlich, da muss er keine 2 Meter groß sein. Das stimmt. Und der macht das verdammt gut, muss man auch sagen, beim Hamburg. Ich verfolge die zweite Liga auch ein bisschen noch. Und es macht mir auch Spaß, da reinzugucken. Und der Live-Tissier, ich habe ja auch schon früher gegen ihn gespielt mit Hamburg, der macht das schon echt, echt gut und hat sich gerade auch in den letzten Jahren echt gut weiterentwickelt. Ja, also definitiv. Allein schon, ich weiß noch, damals, da hat er noch A-Jugend gespielt und hat dann trotzdem parallel, ich weiß nicht, ob das noch zu Drittliga-Zeiten war oder ob es schon zu Zweitliga-Zeiten war, halt schon diese Doppelbelastung bekommen und auch in den entscheidenden Momenten. Ich gucke gerade mal. 1,82 ist er groß. Also jetzt auch Ja. nicht der größte, aber reicht aus, um zumindest beim HSV Handball Hamburg. Dieser Name, der macht mich noch kirre durch diese Abkürzung da. Macht das zumindest gut. Das stimmt, das stimmt. Peter schreibt auch noch, Smeets aus Holland hat unsere ganze Nationalmannschaft schwindelig gespielt. In der Tat. Das Das ist ist ja ja. recht, ne? Na, weiß ich gar nicht. Es gibt ja, glaube ich, zwei Smeets. Ich glaube, er meint den von Paris. Ich glaube, er meint den Mittelmann von Paris. Oder der andere Smeets ist ja der, der, glaube ich, bei Magdeburg gespielt hat, der Linkshänder. Genau, ich glaube, er meint den Halbrechten, aber Okay. welcher Smeets spielt denn bei Paris? Ist das nicht der? Ich bin der Meinung, das ist ein Smeets, der dahin gewechselt ist. Weil sich doch ein Spieler bei Paris verletzt hat. Ich bin der Meinung, der heißt auch Smeets. Oder ich habe mich vertan, oder heißt, hat irgendwie einen anderen. Ich bin der Meinung, war das nicht Smeets? Den Mittelmann Den meinte er. Mittelmann meint er, genau. Peter, kannst du nochmal den Vornamen reinschreiben in den Chat? Weil der ist nämlich gerade irgendwie aus, bin der Meinung, aus Toulouse dahin gewechselt. Ich habe übrigens hier, das hatte ich dir ja auch vorher geschrieben, für die heutige Folge, damit auch die Leute, die zuschauen, oder sich es auch nochmal on demand angucken oder wenn wir auch ein paar Highlight-Szenen mal rausschneiden, Ja. auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Die Top 5 Serien. Da würde ich mal gerne mit weitermachen. Ja. Hast du Serien, die du gerne schaust oder schaust du überhaupt Serien oder bist du eher dann tagsüber bei Twitch und zockst lieber? Ich bin ehrlich, ich zocke deutlich lieber als Serien zu gucken. Ich habe auch das ein oder andere Mal versucht, mit meiner Freundin eine Serie anzufangen. Es ist nur häufig so, sobald ich, sag ich mal, abends dann im Bett liege und wir eine Serie gucken, bin ich innerhalb von 2 Minuten eingeschlafen und nächstes Mal fangen wir genau da an, wo wir aufgehört haben. Also hat das irgendwie nicht so viel Sinn gemacht und sind wir ein bisschen weggekommen von den Serien. Nein, ich zocke definitiv lieber, aber ich habe tatsächlich auch Serien geguckt, so ist das nicht. Da kann ich zum Beispiel ich bin, wenn dann Fan, muss ich sagen, richtig von, sag ich mal, Comedian-Serien, also Comedy-Serien. Und bevorzuge da auf jeden Fall How I Met Your Mother. Okay. Das habe ich
früher geguckt. Das war so eine Zeit, wo ich mit meinen Eltern am USA-Urlaub war. Und da haben wir damit angefangen damals, sogar auf Englisch. Und das haben wir weiter die ganze Zeit verfolgt. Und das fand ich extrem lustig, How I Met Your Mother. Ich habe mit meiner Freundin zusammen Modern Family geguckt. Da bin ich ganz großer Fan von. Also sehr lustige Serie, kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Ist auch sehr stumpfer Humor, muss ich sagen. Und das ist tatsächlich genau meins. Also stumpf ist definitiv Trumpf. Und Ich wollte es gerade sagen, ich habe kurz gefallen, was du ja sagst. ist gut. Und Big Bang Theory finde ich auch extrem lustig mit Sheldon Also, Cooper und Big Co. Bang Theory Also. finde ich halt ist schon irgendwie schon auf jeden Fall Kult. Also, ich glaube, es gibt Ja. wenige, die das nicht gut finden. Das stimmt, das stimmt. Und ich kann mich an eine Serie noch erinnern, die ich früher im Internat geguckt habe, viel. Und das ist Dragon Ball. Dragon Ball habe ich komplett durchgeguckt, alles. Im Internat war das damals gang und gäbe, eigentlich, dass jeder Dragon Ball geguckt hat. Und Dragon Ball Z habe ich geguckt und auch One Piece. One Piece sagt mir gar nichts. Was ist das? Mit Ruffy, Monkey D. Ruffy kennst du nicht? Also. Ist auch Dann Anime wäre hier. mit ihren Superkräften und der Monkey D. Ruffy kann sich zum Beispiel so seine Arme unendlich lang ausfahren und Ach, sowas. das Also doch. Also ich gucke hier mit dem gerade. Strohhut, der mit dem Ja, Strohhut. also habe ich selber Ja. zwar nie geguckt, aber ich kann mich zumindest an die Figuren erinnern, dass ich es schon mal gesehen habe. Aber Ich bin Dragon auch ehrlich, Ball. ist kein Muss, das zu gucken. Naja, aber so, wenn man halt früher, ich kenne das noch, wenn man aus der Schule gekommen ist, Mittag gegessen, irgendwie kurz auf die Couch und dann halt Dragon Ball Z oder was es halt damals noch gab, Pokémon und wie sie alle hießen. Das war halt schon irgendwie Kult. So, zumindest ein bisschen. Definitiv. Bisschen luschern. Ja, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Ich habe selber auch Yu-Gi-Oh! Karten gespielt in der Schule. Ich weiß gar nicht, ob das heutzutage noch in ist. Also ich weiß zum Beispiel, mein Nachbar drüben, der hat auch Yu-Gi-Oh! Karten und zockt noch damit. Ob das noch viele machen heutzutage, weiß ich gar nicht mehr. Also, wahrscheinlich eher Yu-Gi-Oh! Sogar als Pokémon. Also ich habe Pokémon, früher glaube ich. Pokémon-Karten auf jeden Fall gesammelt, das weiß ich noch. Yu-Gi-Oh! War, da war ich schon raus irgendwie. Das war nicht so meine Welt. Ja. Ah, Pokémon, das habe ich gefeiert. Ich habe auch, kurzer Querverweis quasi, ich verfolge ab und zu auch den Twitch-Kanal von Andreas Wolf. Ja. Und der hat die letzten 2, 3 Tage Pokémon auf Twitch gespielt. Pokémon, aber dann ein altes Pokémon oder hat der. Ja, also quasi die Gameboy-Variante, die kannst du aber auch über irgendwie so ein, zwei Software-Tricks halt auf dem PC spielen. Ja, Und da hat er, glaube ja. ich, die Silberne oder sowas. Ja, Das stimmt. sorry, Lieutenant Rapp, ich bin brandaktuell mit Pokémon, definitiv. Und Masima schreibt, nur in Grundschulen wird noch mit Karten gedealt. Ja, das ist die Währung in der Grundschule. Also Karten sind die Währung. Ich glaube, heutzutage, dadurch, dass auch eigentlich jeder ein Handy hat, muss man ja wirklich sagen, jeder hat ein Smartphone inzwischen, ist sowas, glaube ich, gar nicht mehr cool, sich auf dem Schulhof zu treffen und noch mit Karten zu spielen oder auf dem Basketballkorb zu werfen oder irgendwie Fußball auf dem Bolzplatz zu spielen. Ich glaube, das ist leider Gottes, muss man sagen, ganz, ganz hinten angestellt inzwischen. Ja, oh hier, Björn sehe ich gerade. Go-Go Power Rangers. Jetzt kommt alles raus. Vorher hat er noch geschrieben, Kickers. Ja, also ich glaube auch, dass die Jugend von heute eher auf dem Schulhof verteilt ist, alles mit Social Distancing und sich dann über Ja. WhatsApp und die ganzen Sachen da unterhalten. Peter. Was bedeutet das? Es gibt eine Zockerei, die Fernie nicht versteht, nicht Das kennt. weiß ich gerade auch nicht, was er damit meint, aber das wird er vielleicht gleich aufklären. Ja. Ja, Lieutenant Rapp, Naja. Dragon Ball hat er schon genannt. War eines Ja. seiner Top 5, also die er sich angeguckt hat von früher. Musste ich im Internat gucken, sonst konnte es nicht mitreden. Das war die Hildesheimer Zeit, ne?
Ja, genau, das war die Hildesheimer Zeit. An alle, die gerade Das dabei sind, also die stimmt. Hildesheimer Zeit, die Zeit in Altenholz, die Zeit in Kiel, aber auch überhaupt der Weg dorthin und zu dem, wo er jetzt quasi Stand heute oder Stand die Saison ist, da gehen wir die nächsten Wochen noch drauf ein. Also da könnt ihr auf einiges euch noch gespannt machen, gucken auch immer noch rein, wie er gerade gespielt hat, wie die Mannschaft gerade steht. Heute hat er verraten, er guckt ja nicht so auf die Tabelle, er guckt lieber auf die eigene Leistung und wie man sich da präsentiert. Masima schreibt, Handy sind aber in vielen Schulen, also bei uns verboten. Gut, ich bin da schon 12 Jahre raus aus der Schule, ich kann da nicht viel mitreden. Ja, bei uns waren die nicht verboten, aber inzwischen kann das natürlich gut sein, weil das tatsächlich natürlich immer weiter, sag ich mal, fortgeschrittener geworden ist mit dem Handy und wahrscheinlich viele von den Schülern nur noch am Handy hängen in der Schule und es ja natürlich auch nicht von Vorteil ist, wenn die ja nichts mitbekommen. Ja. Ja, Peter Hildesheim hat ein Internat. Das ist, ich weiß gar nicht, ob das als Handballinternat direkt, als Handballinternat direkt irgendwie ausgeschrieben ist. Das ist aber ein Internat geteilt in zwei Sektoren, war das immer einmal Sportler, da waren am Ende auch ein paar Hannover 96-Spieler und für schwer Erziehbare. Ich war aber nicht da wegen schwer Erziehbar, sondern wegen Sport. Und das war zusammen mit der Privatschule, mit der Christophorusschule CJD, also das war zusammen auf einem Hof quasi. Genau, Und also wenn obwohl man ihr. den kürzesten Schulweg hatte, ist man immer zu spät gekommen. Ja, ist doch immer so. Ganz spät Ja. aufstehen, ganz spät los, weil man weiß, man hat nur einen Fußweg von 2, 3, 4 Minuten. Genau. Und dann kommst du immer zu spät. Ja. Ja, Wenn, man also für muss alle, auch die sagen, sich. die Ja. Internatler waren auf jeden Fall auch nicht gern in der Schule gesehen eigentlich. Also an Peter zum Beispiel, der nicht wusste, dass Hildesheim ein Internat hat. Also wenn du googelst, da kommst du halt auch raus beim CJD Elze, Leistungssportler Handballförderzentrum. Für alle, die sich für sowas interessieren und auch noch vielleicht in dem Alter sind, sage ich mal 14, 15, 16, die handballerisch vielleicht noch weiter vorankommen, denke ich mal, kannst du wahrscheinlich auch bestätigen, ist ein Handballinternat für manche nicht das Schlechteste. Ja, definitiv. Es geht da auch, finde ich, immer viel um den Wohlfühlfaktor. Man muss sich natürlich wohlfühlen, auch auf so einem Internat. Das muss für einen sein, wenn man dann zum Anfang, gerade wenn man noch jung ist, viel Heimweh hat, weit von zu Hause weg ist, dann ist es natürlich schwierig, da sich richtig, sag ich mal, hineinzuversetzen in diese Lage dann und dann das Beste aus sich rauszuholen. Aber man muss darauf Bock haben und man muss halt auch. Es wird einem nicht alles vor die Füße gelegt und dann muss man nur machen, sondern man muss sich natürlich dann auch irgendwie schon ein bisschen anstrengen und da irgendwie auch nochmal was für sich extra machen. Und so ein Internat, kann ich aus meiner Erfahrung sagen, hat nicht nur positive Seiten, sondern auch negative Seiten. Gerade wenn man eine Zeit hatte, die vielleicht für einen nicht so einfacher war, darauf können wir auch gerne nochmal demnächst zurückkommen, wenn wir über meine Internatszeit reden, gab es da definitiv auch Zeiten, wo ich nicht glücklich war. Aber auch aus diesen Situationen lernt man immer und macht einen eigentlich nur am Ende des Tages stärker und nicht schwächer. Weil egal wie oft du hinfällst, auch wenn das so ein einfacher Spruch ist, am Ende ist es wichtig, dass du immer einmal öfter aufstehst, als du hingefallen bist. Also hat es bei dir auch zu was geführt, ne? Also du bist jetzt Spieler in der ersten Liga. So, da denke Ja. ich mal, da fällt man auch ein paar Mal hin und steht auch ein paar Mal wieder auf. Da hast du dir wahrscheinlich auch, da weißt du, wie du deine Ellbogen einsetzen musst, also links und rechts, um dir den Weg Genau. da durchzubahnen. Genau. Man muss sich auch wehren und auch so eine Internatszeit, gerade ich war damals immer der Jüngste auf dem Internat, kann dann schon mal schwierig für einen gestaltet werden. Aber da will ich jetzt auch gar nicht vorab zu viel wegnehmen, sondern da reden wir in Ruhe drüber, wenn wir das nächste Mal vielleicht über meine Anfänge reden. Und dann können wir da nochmal das Ganze aufarbeiten. Ja, definitiv. Also da habe ich auch schon so ein, zwei Sachen auch schon mal rausgeschrieben, was wir demnächst auch noch behandeln werden. Natürlich einmal deine Internatszeit,
Wie gesagt, was ihr eben schon sagt, auch der ganze Weg mit Altenholz, mit THW, dann mit dem Tusem jetzt. Aber was mich auch interessiert, so die Sachen, das will ich bei den nächsten Folgen auch nochmal ansprechen, so deine Top-Handballer. Hast du Vorbilder? Sowas, ne? Dann kann man auch, finde ich, jetzt hat man auch Zeit in diesem Format auch schön darüber ausführlich zu sprechen und nicht nur einfach Mikkel Hansen, Vorbild und fertig aus, sondern man kann halt auch mal ein bisschen drüber reden, warum. So, ne? Oder wie ich das mit deinem Bruder gemacht habe, in deinem Training, in dem anderen Format, auch einfach mal übers Training reden, über die Ernährung, was bei dir ja auch einen großen Stellenwert hat. Das werden wir auch nochmal die nächsten Wochen schön ausführlich behandeln. Und auf alle, die dabei sind und sich es jetzt schon angucken und auch vielleicht dann noch die nächsten Tage anschauen, wir werden höchstwahrscheinlich nicht immer denselben Sendeplatz haben, sprich immer denselben Tag und immer dieselbe Uhrzeit, sondern wir gucken natürlich auch mal ein bisschen, wie so der Trainingsplan, Spielplan von Lukas gestaltet ist oder auch die Uni. Kann halt auch mal sein, dass es dann vielleicht kein Montag ist, dann ist es vielleicht ein Dienstag oder ein Donnerstag, ein Freitag, vielleicht auch mal auf dem Wochenende, je nachdem, wie es bei ihm passt. Und dann werden wir das auch frühzeitig kommunizieren. Dementsprechend immer fleißig sein auf den Social Media Kanälen bei Lukas. Dafür gebe ich nochmal in den Chat Ausrufezeichen Lukas ein. Da werdet ihr auch nochmal zu seinen Social Media Kanälen kommen. Und genau, wenn ihr bei ihm auf Twitch seid, da könnt ihr auch in den Discord bei ihm rein. Discord, wer es noch nicht kennt, ich sag mal, das ist eine andere Form vom Forum, wie man es von früher kennt. Auf den Webseiten kann man sich austauschen. Da kommt man bei Lukas auch mit rein über seinen Twitch-Account, kommt man auf sein Discord auch über dort die Kommandos oder bei uns kann man auch in den Discord kommen, auch über Handball schnacken. Da werden wir auch immer informieren, wann die nächste Sendung ist. Ja, ich gucke auf die Uhr. Schon 10 vor 9 sind schon 50 Minuten durch. Was steht heute noch bei dir an? Eigentlich wollte ich tatsächlich meinen Twitch-Kanal als erstes mit Kieskauer ein bisschen zu meinem OBS, mein Streaming-Dings aufarbeiten. Der hat aber mir eben abgesagt, aus privaten Gründen, und das ist aber auch nicht schlimm. Ich weiß gar nicht, was ich dann heute Abend noch mache. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht nochmal eine Runde daddel. Live gehe ich auf jeden Fall nicht mehr. Das werde ich morgen Mittag wieder. Morgen Mittag bin ich wahrscheinlich wieder live. Ja, so wie heute, ne? War es nicht heute auch mittags, ne? Genau, heute Mittag war ich live, habe ich Cyberpunk gespielt, und viele von denen, die jetzt, glaube ich, auch da sind, waren auch da. Und ja, also das weiß ich jetzt noch nicht genau, was ich jetzt leider mache. Wahrscheinlich zocke ich auch nicht. Auch Zeit mit der Freundin verbringen ist auch wichtig. Die wird Vielleicht sich auch mal freuen, neben den ganzen Training und Spielen und Zocken. genau. Dann verbringe ich auch gerne Zeit natürlich mit meiner Freundin, ja. Ja, wie sieht es morgen aus? Training? Habt ihr ein-, zweimal Training morgen? Wie sieht da der Plan aus? Im Moment haben wir nur einmal am Tag Training. Die Regenerationszeiten sind natürlich auch extrem wichtig bei so einer hohen Belastung. Und ja, deswegen haben wir nur einmal Training, gucken davor Video, und sonst kann ich den Tag dann im Moment quasi frei gestalten. Das ist ganz angenehm auch mal. Kümmere mich dann um meine Ernährung, versuche da irgendwie noch was Besseres rauszuhalten. Genau, wir können, wenn wir uns über Ernährung erhalten, das wollte ich gerade noch sagen, da habe ich auch viele interessante Fakten für euch. Also wer Lust hat, da auch ein bisschen was zu machen im Thema Richtung Ernährung, da bin ich, sag ich mal, sehr gut, würde ich schon sagen, weitergebildet, habe da auch, sag ich mal, meine Kontakte, meine Partner, womit ich mich regelmäßig auseinandersetze, um da noch, sag ich mal, voranzuschreiten. Und auch wenn wir da nochmal eine Folge drüber quatschen, oder über mein Training, was man da noch machen kann oder was ich da euch mitgeben kann, ist bestimmt auch sehr interessant für euch, ja. Ja, definitiv. Also ich denke mal, da werden wir nicht nur eine Folge mit verbringen. Ich denke mal, wenn man da nochmal richtig ins Detail geht, kann man da, glaube ich, viel rausholen. Ghost Johnny 8 fragt aber noch, was war deine schlimmste Verletzung? Also hattest du überhaupt schon mal eine schlimme Verletzung? Also was heißt schlimm? Ich würde jetzt als schlimme Verletzung eigentlich nur bezeichnen, Kreuzbandriss, irgendwie
Schulter so doll irgendwas gerissen, dass du 6, 7 Monate kein Handball spielen kannst. Meine schlimmste Verletzung war tatsächlich ein Außenbandriss im Fußgelenk und dabei soll es auch das gewesen sein. Also und hoffe, dass es natürlich so bleibt. Tischklopfen, ne, dreimal, das ist immer wichtig und das muss man sagen, ist aber auch ein Grund davon, dass ich sehr viel auf meine Ernährung und auf mein Training rundherum um das Handballtraining noch achte. Also das ist etwas, was mir durchaus oft schon weitergeholfen hat. Und auch wenn ich schon mal hier oder da den anderen die Schmerzen, irgendwie Schmerzen hatte, weil ich umgeknickt bin oder so, am Ende war es am Ende doch nicht so schlimm, weil ich vielleicht ein sehr gut ausgebildetes Fußgelenk habe durch diverse Übungen oder weil ich sehr gut auch mobil bin, also was Mobilität angeht, was mir schon sehr oft weitergeholfen hat, ja. Ja, also da, Lieutenant Rapp schreibt, ich klopfe auf Holz für dich. Sehr Definitiv. gut, das ist immer wichtig. Das ist immer wichtig, definitiv. Erst recht bei der Belastung jetzt übermorgen Spiel und am 27. schon wieder ein Spiel. Das ist natürlich nochmal hart. Für deinen Bruder wird es noch härter, wenn er mit nach Ägypten fährt. Da ist natürlich die Belastung noch um einiges höher. Umso weiter sie kommen, umso mehr Spiele in kürzester Zeit und danach geht die Bundesliga ja schon weiter. Also ich bin mal Ja. gespannt, wie das ausgehen wird. Ich bin auch gespannt, wie das hier in dem Format weiterläuft. Ich habe bei mir mal aufgeschrieben, dass wir vielleicht mal nächste Woche schauen, je nachdem, wie es bei dir zeitlich passt. Ja. Nächste Woche muss ich gucken. Warte, ich guck mal kurz in den Ja. Terminkalender. Ich könnte mich theoretisch auch einfach mit einem Laptop einwählen, ne? Hier. Ja, das wäre auch möglich. Hat entweder eine Webcam Also mit oder einem den Stand. MacBook oder so. Ja. MacBook geht auch, ne? Ja, dann, also nächste Woche bin ich auf jeden Fall wahrscheinlich nicht mehr hier in Essen, Ja. aber es sollte kein Problem sein, theoretisch da was zu machen. Also nächste Woche habe ich auch wahrscheinlich frei. Ich denke, wir können noch mal in Kontakt bleiben und dann Ja, da auch definitiv. mal. Genau. Wenn ihr jetzt jemand noch Fragen habt, zum Beispiel heute zu dem Thema, erstmal den Einstieg oder so, könnt ihr das gerne auch im Chat schreiben. Also ich beantworte alle Fragen gerne und alles, was Fragen sind, die vielleicht auf die nächsten Wochen zurückzuführen sind, die schieben wir dann einfach auf und werden Genau. uns dann da das besprechen. Genau, also wie gesagt, dann auch entweder gerne bei mir auf dem Discord oder bei Lukas, wenn ihr da Fragen habt. Ich denke mal, Lukas freut sich auch, wenn er nochmal ein paar neue Gesichter bei sich auf dem Discord entdeckt. Vielleicht kann man ja auch den einen oder anderen mit beim Zocken einbinden, wenn es mal passen sollte. Genau, also ich zock auch regelmäßig mal mit meiner Community Sachen, also ob das jetzt Fortnite ist oder Among Us, wenn da bin ich jetzt nicht so, dass ich sage, ich zock mit, sag ich mal, meinen Fans nicht, die mir auf Twitch so wie beim Handball, sag ich mal, den Rücken stärken und ich freue mich über jeden Zuschauer. Ich bin jetzt auch keiner, der mit hunderten Zuschauern rumläuft, sondern ich freue mich auch über jeden Einzelnen, der ein bisschen aktiv im Chat ist. Auch heute war der Stream super, weil echt viele Leute da waren tatsächlich. Und da freue ich mich drüber. Und ja, wenn ihr wollt, kommt auf mein Discord. Kommt, wenn ihr bei Twitch, so wie bei Sprungwurf TV oder bei mir, einfach die Glocke aktiviert, dann kriegt ihr jetzt mal eine Benachrichtigung, wenn Sprung auf TV oder ich live sind, und dann könnt ihr gerne jederzeit mitwirken, mit in den Chat schreiben, könnt mir auch da jederzeit Fragen stellen, das ist gar kein Problem. Genau, wunderbar. Ansonsten, wenn du nichts mehr hast, würde ich das sonst für heute, für die erste Folge erstmal so abschließen. Denke auch, das ist ein guter Abschluss. Ja, definitiv. Also ich fand, die Folge war ein guter Einstieg, haben sich auch viele zu Wort gemeldet im Chat. Ich denke mal, die werden wir auch die nächsten Wochen begrüßen dürfen, die uns ein bisschen vielleicht auf diesem Weg begleiten. Einfach mal dich ein bisschen besser kennenzulernen, auch einfach mal das Leben eines Profi-Handballers kennenzulernen. Ja. Und dafür ist natürlich auch dieser Titel ein bisschen gewählt, ne, mit Left Handball, natürlich auf den Linkshänder bezogen vom Handball, wie auch die Position vielleicht nachher von dir interpretiert wird auf halb rechts, beziehungsweise auf Rückraum rechts. Das sind alles so Themen, die werden wir die nächsten Wochen mit euch ja, ein bisschen mit diskutieren,
durchsprechen. Und ansonsten bedanke ich bei allen, die heute zugeschaut haben, die dabei waren in der Premieren-Sendung. An alle, die das vielleicht jetzt den nächsten Tag gucken, on demand, auch vielen Dank on demand. Ich werde es nachher oder beziehungsweise morgen früh auch bei YouTube nochmal hochladen. Da kann sich da auch das jeder sonst nochmal angucken, der es jetzt vielleicht erst später eingeschaltet hat und den Anfang verpasst hat. Das wird jetzt die nächsten Wochen immer so sein, dass immer am Folgetag das bei YouTube zu sehen ist, dass die Leute, die es halt nicht rechtzeitig schaffen, zu 20 Uhr oder wann auch immer wir dann mit anfangen, hier bei Twitch zu streamen, dass sie es im Nachgang nochmal angucken können. Ansonsten danke dir, Lukas. Gerne und danke auch nochmal an den Chat, dass so viele dabei waren, viele mitgewirkt haben und ich freue mich auf die nächste Folge nächste Woche. Definitiv, definitiv. Auch an euch, an den Chat, vielen Dank. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend, bleibt gesund. Und wenn wir uns sehen, war Weihnachten schon, also feiert Weihnachten schön und lasst euch reichlich beschenken und bleibt gesund, das ist immer das Wichtigste. Genau. Und haltet euch an die Corona-Regeln. Richtig. Bis dahin. Bis dann. Ciao.